Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne 47 unterschiedliche, seriöse Wege vorstellen, wie ihr Geld im Internet verdienen könnt. Ich möchte mit euch über die unterschiedlichsten Plattformen drüber gehen und ich möchte euch für jede einzelne Plattform eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Übrigens, falls euch dieses Thema interessiert, also Geld verdienen im Internet, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen könntet. Fangen wir aber direkt mit der ersten Plattform an und diese Plattform hier nennt sich Respondent. Was genau ist Respondent? Respondent ist einfach nur eine Plattform, auf der ihr Tests durch führt. Das heißt, es ist eine User-Testing-Plattform, aber ihr werdet hier auf der Plattform richtig gut bezahlt. Es gibt zum Beispiel einige User-Testing-Plattformen, da kriegt ihr zum Beispiel gerade mal $5 pro Test oder vielleicht irgendwie 10 oder mal nur ein paar Cent oder was auch immer. Hier kriegt ihr auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel mehr. Es kann sogar sein, dass ihr mit einigen Tests über $100 verdient und ihr solltet natürlich, um auf der Plattform hier arbeiten zu können, in einer spezifischen Branche sein. Nämlich, damit ist gemeint, ihr könnt euch hier anmelden, ihr könnt anschließend dann angeben, wo ihr arbeitet, was ihr macht und dann kommen Unternehmen zum Beispiel auf euch zu und sagen, okay, wir haben da zum Beispiel einen Test und wir wollen, dass sie diesen Test ausfüllen, weil sie zum Beispiel ein Marketingmanager sind oder weil sie im Bereich Controlling arbeiten oder weil sie zum Beispiel im Bereich Corporate Finance arbeiten und so weiter und so fort. Wenn ihr euch auf der Plattform anmelden möchtet, einfach nur hier nach unten scrollen, anschließend dann hier nach unten gehen zu Participants und hier auf Sign Up draufklicken. Dann die zweite Plattform ist diese hier namens Blend. Blend ist eine Plattform, wo ihr als Übersetzer arbeiten könnt. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr sprecht gut Deutsch und Englisch oder möglicherweise Englisch, Spanisch oder Deutsch, Französisch oder welches Sprachpaar auch immer, dann könnt ihr euch hier anmelden und könnt über die Plattform Geld verdienen. Was genau müsst ihr hier für Aufträge übersetzen? In meisten Fällen sind das zum Beispiel Artikel oder zum Beispiel E-Bücher können das sein. Es können aber auch mal ein paar etwas komplexere Werke sein. Es sind aber eigentlich keine Masterarbeiten oder Doktorarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten oder was auch immer. Sowas ist es im Normalfall nicht. Es können zum Beispiel auch Dokumente sein, die ihr übersetzen müsst. Es können zum Beispiel auch Mitschriften sein, die ihr übersetzen müsst und so weiter und so fort. Einfach nur in eurem Falle hier nach unten scrollen. Anschließend dann könnt ihr euch hier unten direkt als Translator anmelden und könnt über die Plattform Einnahmen erzielen. Dann die dritte Plattform ist diese hier namens Pond5. Pond5 ist eine Plattform, auf der ihr alle möglichen Videos verkaufen könnt. Nämlich, es handelt sich hierbei um eine Stock-Video-Plattform und Stock-Videos sind zum Beispiel einfach nur solche Videos, wie ihr auch hier im Hintergrund seht. Das können natürlich solche wunderschönen Videos wie diese hier sein, von zum Beispiel irgendwelchen Wäldern oder Eisbergen oder Fischen oder was auch immer. Es können aber auch recht alltägliche Videos sein. Zum Beispiel, ich wohne in Berlin. Ich kann ja mal hier den Begriff Berlin eingeben, sodass wir uns das Ganze mal anschauen können. Und ihr seht dann, dass es hier viele unterschiedliche Videos von Berlin gibt. Und ich denke mal, einige von denen könntet ihr sicherlich auch aufnehmen. Zum Beispiel haben wir hier einfach nur eine Drohnenaufnahme von praktisch dem Fernsehturm unter dem Roten Rathaus und hier wie gesagt noch der Spree. Viel mehr ist das nicht wirklich, denn zum Beispiel haben wir hier von einem der Berliner Döme eine Aufnahme oder zum Beispiel haben wir hier nochmal, okay, ein Video von der Berliner Mauer, könnte man zum Beispiel heute auch noch machen, stehen noch einige Teile rum, könnte man einfach vorbeigehen, wenn man eine ordentliche Kamera hat, macht ein schönes Video davon, lädt das hier hoch und kann anschließend damit Geld verdienen. Das Interessante hier ist, dass man halt richtig gut bezahlt werden kann, wenn man so ein Video hier macht. Nämlich an sich, ihr werdet natürlich jetzt nicht von der Plattform bezahlt, im Sinne von, ihr zum Beispiel macht 10 Videos und für jedes Video kriegt ihr ungefähr 50 Euro oder sowas. Nein, aber wenn Leute zum Beispiel sich solch ein Video hier kaufen und ihr ladet das Video auch so, also auf dem Marktplatz hoch, dann werdet ihr halt für jeden einzelnen Verkauf bezahlt. Zum Beispiel dieses eine Video hier kostet 33 Euro und ihr müsst mal, wie gesagt, schauen, wie viel Prozent ihr bekommt. Ich glaube, es sind 50% derzeit, die man pro Sale bekommt. Das heißt, in diesem Fall würdet ihr zum Beispiel 16,50 Euro für einen einzigen Sale bekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Videos, die hier zum Beispiel auf der ersten Seite ranken, wie viele Sales die bereits generiert haben. Und ich denke mal, das sind alles Videos, die jetzt nicht unfassbar, sag ich jetzt mal, toll sind, die ihr auch sicherlich selbst machen könntet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier weiter nach unten scrolle, sehen wir halt auch viele Videos zum Beispiel einfach nur die Drohnenaufnahmen sind oder hier mal so ein Video durch zum Beispiel ein Loch in der Berliner Mauer und viel mehr ist das nicht. Zum Beispiel hier auch vom Potsdamer Platz, glaube ich, ist das ein Video, genau, wo zum Beispiel einfach eine Person eine Kamera hingestellt hat und so ein Timelapse gemacht hat. Das kann jeder von euch. Einfach eine Kamera hinstellen, zum Beispiel halt für 20 Minuten das Ganze laufen lassen, dann wie gesagt das Ganze schnell drehen und zack, habt ihr so ein Video. Und dieses Video hier geht zum Beispiel weg für 71 Euro und es ist gerade mal 7 Sekunden lang. Könnt ihr euch vorstellen, wenn dieses Video sich nur ein paar Mal verkauft, was ihr dann für einen Stundenlohn habt. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Just Answer. Auf Just Answer werdet ihr dafür bezahlt, dass ihr Fragen beantwortet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich kenne mich mit einem bestimmten Thema aus, zum Beispiel kenne ich mit dem Thema Steuern aus oder ihr seid vielleicht ein Anwalt, ein Kfz-Mechaniker, ihr seid ein Arzt, Tierarzt oder was auch immer, dann könnt ihr jederzeit hier über die Plattform eure Dienstleistungen anbieten und Leute stellen dann halt Fragen, ihr beantwortet die Fragen und werdet dann für das Beantworten von diesen Fragen bezahlt. Finde ich persönlich eine wirklich, wirklich tolle Einnahmequelle. Ihr könnt ihr mal hier bis nach unten scrollen, könnt ihr das Ganze mal anschauen, könnt auch hier sehen, was das für Fragen sind. Zum Beispiel, meine Frau hat so und so, so und so.
sollte sie dieses Medikament nehmen? Oder, gut, wenn ihr jetzt keine Ärzte seid, natürlich bitte nicht solche Fragen beantworten, aber nehmen wir mal an, ihr seid ein Heimwerker, dann könnt ihr mal hier auf Heimwerker draufgehen, könnt ihr mal so ein paar von diesen Fragen hier anschauen und genau, zum Beispiel hier anscheinend irgendwie eine Bosch-Maschine zeigt den Fehlercode, dann könnt ihr halt da draufklicken, könnt die Fragen beantworten und werdet dafür bezahlt. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens User Testing. User Testing ist eine Plattform, wo ihr, klar, User-Tests durchführen könnt. Das heißt, es sind dann vor allen Dingen halt UI-Tests. Was bedeutet, dass ihr zum Beispiel eine Webseite testet und einfach schaut, dass auch alles wirklich auf dieser Webseite funktioniert. Diesbezüglich muss ich euch sagen, ihr werdet natürlich jetzt nicht horrende Summen hier verdienen. Ihr könnt hier mal hier oben auf Get Paid to Test draufklicken und könnt dann hier euch auf der Plattform anmelden. Für die meisten Tests kriegt ihr halt ungefähr 10 Dollar. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Hier seht ihr zum Beispiel 10 Dollar, 10 Dollar, 10 Dollar. Ihr müsst halt diese Tests durchführen und werdet dann ausbezahlt direkt via PayPal. Genau, hier habt ihr wie gesagt die Möglichkeit, euren PayPal-Account zu verbinden und erhaltet dann eure Auszahlung. Ich denke, viele von euch werden sicherlich sagen, naja, 10 Dollar, ist das denn überhaupt genug? Reicht das? Ist eine schöne Einnahmequelle nebenbei. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr schafft es, 3 Tests davon am Tag zu machen, was ich für sehr, sehr realistisch halte. Dann habt ihr schon eure 900 bzw. 1000 Dollar pro Monat und das halt einfach nur, weil ihr so ein paar Tests durchgeführt habt. Es sind, wie gesagt, einfach Website-Tests. Ihr schaut euch eine Website an, ihr browset die, ihr guckt, dass die Produkte richtig verlinkt sind, dass alle Buttons funktionieren, dass die Usability gut ist und so weiter und so fort. Das ist dann eure Aufgabe hier auf der Plattform. Die nächste Plattform ist diese hier namens Plugco.in. Plugco.in ist eine Plattform, die euch dafür bezahlt, dass andere Leute Apps herunterladen. Nämlich ist es praktisch einfach nur eine Affiliate-Plattform, ein Affiliate-Netzwerk. Wenn ihr zum Beispiel über Plugco eine bestimmte App promotet und Leute laden sich diese App herunter, dann kriegt ihr halt für jeden einzelnen App-Download Geld. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr habt so wie ich einen YouTube-Kanal und ich würde jetzt hier in meinem Video sagen, hey, ladet euch mal alle diese App runter. 100 Leute würden das tun. Ich würde zum Beispiel 1 Euro pro App-Download bekommen. Da würde ich halt einfach mal so 100 Euro dafür bekommen. Und genau das ist das, was ihr auch mit Plugco machen könnt. Also einfach mal auf plugco.in draufgehen. Anschließend dann die nächste Plattform ist diese hier namens TranscribeMe. Ich denke, die meisten von euch wissen vielleicht, was eine Transkription ist. Für die, die es nicht wissen, eine Transkription ist einfach nur das Abgeschriebene, was gesagt wird. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich würde jetzt dieses Video hier transkribieren wollen, dann würde halt aus dieser Audiodatei ein zusammenhängender Text gemacht werden. Und genau das macht ihr halt hier auf TranscribeMe. Nämlich auf TranscribeMe könnt ihr halt Transkriptionen durchführen. Ihr werdet dafür jetzt nicht extrem gut bezahlt, aber ihr kriegt zumindest halt ein bisschen Geld und könnt dann pro Minute hier diese Transkriptionen durchführen. Das kann zum Beispiel mal sein, dass ihr, sagen wir mal, 70 Cent für eine Minute bekommt. Ihr transkribiert dann zum Beispiel 10 Minuten, habt ihr halt 7 Euro in diesem Falle hier verdient. Ist eine kleine Einnahmequelle, die man sich auf jeden Fall aufbauen kann. Wenn man es wirklich volles Rohr macht, dann kann man hier auch sicherlich einen Tausender Monat verdienen, aber das halte ich für, das ist schon wirklich, wirklich knackig, muss ich ehrlich zugeben. Da müsst ihr schon wirklich Arbeit rein investieren, aber theoretisch ist es auf jeden Fall möglich. Ich halte es eher vielleicht realistisch, wenn ihr es nebenbei macht, 300, 400 Dollar pro Monat, das geht auf jeden Fall. Und wenn ihr es, wie gesagt, mit viel Arbeit und viel Einsatz macht, gehen auch sicherlich 1000. Dann die nächste Einnahmequelle ist diese hier namens Workana. Workana ist eine Plattform, auf der ihr eure Freelancing-Dienstleistungen anbieten könnt. Workana ist eine recht große Plattform. Viele Leute arbeiten bereits auf dieser Plattform aus der ganzen Welt und man kann aber hier ganz genau sehen, wie viel Geld die Leute pro Stunde haben wollen, zum Beispiel 10 Dollar oder 100, ich glaube, sind das Rupien, ich könnte mich irren, dann zum Beispiel, genau, 15 Dollar pro Stunde und so weiter und so fort. Hier haben wir sogar manche Leute, die wollen sogar noch weniger als 10 Dollar, zum Beispiel 9 Dollar, 5 Dollar oder wie viel auch immer und ihr könnt zum Beispiel hier eure Dienstleistungen anbieten. Nehmen wir mal an, ihr kennt euch zum Beispiel aus mit WordPress-Seiten aufbauen oder kennt euch aus, ihr seid vielleicht ein Texter und könnt Texte schreiben. Dann einfach nur hier auf der Plattform anmelden und einfach Texte schreiben und dafür werdet ihr, wie gesagt, bezahlt. Das heißt, ihr definiert euer Angebot, Leute kommen auf euch zu, buchen bei euch und ihr könnt dann halt diese Aufträge abarbeiten. Und wenn ihr zum Beispiel einen großen Auftrag habt, kann es gut mal sein, dass ihr allein mit einem einzigen Auftrag 300, 400, 500 Dollar macht, wenn nicht sogar mehr, wenn es halt zum Beispiel große Website-Projekte sind. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens WeWork Remotely. WeWork Remotely ist eine Plattform, wo ihr unterschiedlichste Remote-Jobs annehmen könnt. Zum Beispiel haben wir hier Quality Assurance Engineer oder Director of Engineering, Mid-Level Senior Shopify Developer, Frontend Engineer und so weiter und so fort. Es ist vor allen Dingen halt eine Website im Bereich IT. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Informatik studiert habt und ihr möchtet von zu Hause aus arbeiten und möchtet vielleicht auch arbeiten von wo immer ihr möchtet, zum Beispiel sagen wir mal von Stränden in Thailand oder von, weiß ich nicht, den, was weiß ich, aus irgendwelchen Dörfern oder was auch immer. Also sagen wir mal, ihr möchtet frei sein, dann ist WeWork Remotely für euch wirklich interessant, weil ihr halt hier jederzeit diese Jobs annehmen könnt, die richtig gut bezahlt werden und ihr könnt halt von überall aus in der Welt arbeiten. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine stabile Internetverbindung. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens FlexJobs. FlexJobs ist eine Plattform, wo ihr halt unterschiedlichste Remote-Jobs finden könnt. Und das heißt, es ist eine Plattform, die so ein bisschen funktioniert wie WeWork Remotely, aber ihr habt halt hier eine sehr viel größere Auswahl an Jobs. Zum Beispiel kann ich jetzt hier, sagen wir mal, sowas wie
Ghostwriter eingeben, könnt ihr hier auf, könnt ihr praktisch auf Search klicken und könnt dann hier diese ganzen unterschiedlichen Jobs sehen. Zum Beispiel hier wird ein Ghostwriter für eine Remote-Position gebraucht. Dann zum Beispiel Ghostwriter Position, Scribe, Ghostwriter Fiction and Romance, Writer und so weiter und so fort. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, weil ich habe ein Ghostwriting-Unternehmen, mich hier anmelden, könnte mir diesen Job nehmen und würde dann halt jeden Monat hier schön bezahlt werden. Ich würde, soweit ich das sehe, nicht fest angestellt werden, aber es wäre halt auf einer Freelancing-Basis, zum Beispiel hier, Seeking Freelance Ghostwriter for a Remote Position, Organize, Plan and Manage, Execution of the Ghostwriting Process, Ideal Candidate will have at least 3 years of applicable experience in outstanding writing, editing, grammar and spelling skills. Das wäre zum Beispiel halt etwas, was ich auf jeden Fall machen könnte. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Creative Fabrica. Creative Fabrica ist auch eine Plattform, auf der ich verkaufe. Was genau mache ich hier? Ich verkaufe zum Beispiel sogenannte KDP Interiors, was einfach nur, sag jetzt mal, die Innenbereiche von so einem Amazon Kindle Buch sind. Und das Interessante hier ist, dass ihr halt mit unterschiedlichsten Elementen Geld verdienen könnt. Zum Beispiel könnt ihr auch solche KDP Interiors verkaufen. Oder zum Beispiel, ihr verkauft irgendwelche Grafiken, zum Beispiel Knitting Patterns, sowas zum Beispiel. Oder ihr verkauft, was könnt ihr noch verkaufen? Zum Beispiel irgendwelche Coloring Books. Oder zum Beispiel, ihr könnt hier, sagen wir mal, irgendwelche Backgrounds verkaufen. Ihr könnt Illustrationen verkaufen, ihr könnt Logos verkaufen und vieles, vieles mehr. All das hier sind unterschiedliche Nischen auf Creative Fabrica und Creative Fabrica ist eine von den profitabelsten Plattformen im Designbereich. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr auch, sag jetzt mal, handgemachte Produkte verkaufen möchtet, ist sicherlich Etsy eine der besten Plattformen. Auf Etsy könnt ihr auch zum Beispiel übrigens digitale Produkte verkaufen, wie, sagen wir mal, WordPress-Templates, wie KDP Interiors und so weiter und so fort. Das ist auch alles möglich, aber die meisten Leute verkaufen eher zum Beispiel irgendwelche, sag jetzt mal, irgendwelche Ringe oder zum Beispiel Shirts oder was auch immer. Dann eine weitere Design-Plattform ist übrigens auch nochmal Creative Market. Ich sehe gerade, ich habe nochmal Creative Fabrica aufgemacht, aber gut, Creative Market soll es heißen. Creative Market ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit eure Dienstleistungen auch in Form von Angeboten anbieten könnt. Creative Market ist eine Plattform, wo ihr vor allen Dingen halt auch zum Beispiel Bundles anbieten könnt. Das heißt zum Beispiel viele, sagen wir mal, Interiors zusammen oder viele Icons zusammen oder viele Designs zusammen oder was auch immer. Und es ist einfach eine Plattform, wo ihr halt, wie gesagt, auch nochmal Geld verdienen könnt mit euren Designs. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens The Noun Project. The Noun Project ist eine Plattform, auf der ihr Icons verkaufen könnt und Fotos. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier eure Stockfotos verkaufen, so ähnlich wie zum Beispiel auf Plattformen wie Shutterstock oder Dreamstime oder 123RF oder welche Plattform auch immer. Und ihr könnt halt hier auch Icons verkaufen. Zum Beispiel gibt es halt alle möglichen Icons, wenn ihr die erstellt oder erstellen lasst übrigens, könnt ihr die hier über die Plattform verkaufen und könnt so dann Einnahmen erzielen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Remote.co. Remote.co ist eine Plattform, auf der ihr unterschiedlichste Remote-Jobs findet. Einfach mal hier oben auf Remote-Jobs draufklicken. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr dann hier viele Remote-Jobs sehen, zum Beispiel Accountant Remote-Jobs, Customer Service, US Rater, Graphic Designer, UI Artist und so weiter und so fort. Zum Beispiel in meinem Falle, womit kenne ich mich aus? Ich zum Beispiel kenne mich gut aus mit Teaching, würde ich also hier auf Teaching draufgehen und könnte dann alle möglichen Jobs mir in diesem Bereich hier nehmen, zum Beispiel Math Tutor oder zum Beispiel Teaching English Online, Online English Tutor und so weiter und so fort. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens People Per Hour. People Per Hour ist eine Freelancing-Plattform, auf der ihr jederzeit eure Dienstleistungen anbieten könnt und die wirklich profitabel sein können. Übrigens gibt es hier auch schon sehr viele deutsche Freelancer, die über die Plattform arbeiten. Zum Beispiel könnt ihr hier auf Writing and Translation draufklicken und könnt dann über die Plattform jederzeit eure Dienstleistungen anbieten, zum Beispiel im Bereich Creative Writing, Transcription, Translation, Ghostwriting und so weiter und so fort. Es ist auch relativ ähnlich zu der Plattform Fiverr oder Upwork, wenn ihr schon mal von den Plattformen gehört habt. Wenn ihr starten möchtet, einfach nur hier oben auf Freelancer draufgehen und dann loslegen. Die nächste Plattform ist diese hier namens Cambly. Auf Cambly könnt ihr Kindern Englisch beibringen. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt und ihr möchtet einfach Geld verdienen, dann könnt ihr halt hier jederzeit euch anmelden und könnt dann über die Plattform Kinder unterrichten. Ihr kriegt pro Stunde, glaube ich, derzeit sowas wie 10 bis 12 Dollar. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber zumindest ist halt ein kleiner Nebenverdienst ist es sicherlich schon. Ihr könnt aber hier nach unten scrollen und könnt dann auf Become a Tutor draufklicken. Ich bin schon ein Tutor auf der Plattform. Mal sehen, ob es mich jetzt hier in meinen Account reinführt. Ne, gut, das ist immer noch die offizielle Seite. Perfekt. Und hier haben wir jetzt nochmal die Preise. Nämlich, wir sehen es hier schön, nämlich ihr kriegt $10.20 für ganz normal Cambly und dann Cambly Kids kriegt ihr $12. Das heißt, wenn ihr Kinder unterrichtet, kriegt ihr $12 pro Stunde. Wenn ihr Erwachsene unterrichtet, kriegt ihr $10.20 pro Stunde und beides wird, wie gesagt, ausbezahlt via PayPal. Dann der nächste Weg ist natürlich, ihr könnt auch einen YouTube-Kanal starten, wie zum Beispiel meinen. Ich habe, wie gesagt, vor ungefähr, sagen wir mal, 2 Jahren angefangen, hier auf YouTube hochzuladen. Wir können ja mal schauen, genau. Also das hier sind schon wirklich alte Videos, 4, 5 Jahre, aber gut, ich denke mal, genau, 3 Jahre sind meine ersten Videos schon her. Gott, ich dachte, es wäre um ein bisschen weniger, vielleicht gerade so 3 Jahre.
Und meine populärsten Videos haben jetzt schon 50.000 Klicks, manche 40.000, 20.000 und so weiter und so fort. Und ich kann euch einfach nur sagen, viele von diesen Videos, die halt so viele Klicks bekommen haben, haben mir horrende Summen gemacht. Ich habe mehrere Videos, die einzeln, das eine Video hat mehr als 1.000 Euro gemacht, davon habe ich glaube ich zwei derzeit und viele andere, die sind halt im hohen 100er Bereich. Deswegen baut auf jeden Fall einen YouTube-Kanal auf, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich kenne mich mit einer bestimmten Sache aus, zum Beispiel wie dem Thema Geld verdienen, so wie ich, dann startet halt einen YouTube-Kanal und publiziert jeden Tag ein Video. Zum Beispiel in meinem Fall, ich publiziere sehr, sehr, sehr oft. Zum Beispiel publiziere ich in den letzten 24 Stunden habe ich zwei Videos rausgebracht. Das kommt jetzt natürlich auch noch. Und ich habe ein Video auch vorproduziert. Also ich probiere derzeit so zwei Videos pro Tag zu machen und halt einfach viel hochwertigen Content rauszuhauen, weil halt der im Long-Term einem richtig, richtig gutes Geld machen kann. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens VIPKid. VIPKid ist eine Plattform, auf der ihr Kinder unterrichten könnt, vor allen Dingen halt chinesische Kinder. Ist eine Plattform, die so ähnlich funktioniert wie Cambly. Ihr unterrichtet einfach hier auf der Plattform Englisch, aber, und das ist das Tolle, ihr bekommt sehr viel mehr Geld als auf den anderen Plattformen. Zum Beispiel hier kriege ich 14 bis 22 Dollar die Stunde, was ich für absolut Hammer halte, gerade für Online-Plattformen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Skillshare. Skillshare ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit eure Online-Kurse anbieten könnt. Es gibt Kurse zu unterschiedlichsten Themen. Die Kurse müssen übrigens auch nicht lang sein. Die können zum Beispiel 10, 20 Minuten lang sein zu einem spezifischen Thema. Zum Beispiel sagen wir mal Illustration oder Design oder was auch immer. Ich hatte hier früher auch meine Kurse angeboten, kann ich euch wirklich sehr empfehlen und man unterschätzt wirklich, wie viel Geld man mit Skillshare machen kann. Es gibt viele Leute, die hier Zehntausende Euro pro Monat verdienen und ich denke mal, es ist wirklich für euch realistisch, in einem Jahr von 0 auf 1.000 Euro hier im Monat zu gehen und das halt mit gar nicht mal so irre viel Aufwand. Ihr könnt einen Kurs derzeit pro Woche publizieren und wenn ihr das macht, habt ihr 48 Kurse nach einem Jahr und ich denke mal, damit solltet ihr auf jeden Fall 1.000 Euro hier im Monat über die Plattform verdienen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Spreadshirt. Ihr könnt jederzeit über Spreadshirt T-Shirts verkaufen. Das macht man wie folgt, nämlich ihr ladet einfach euer Design hoch und anschließend dann geht dieses Design auf den Marktplatz und wenn Leute euer Design gut finden, dann können sie halt jederzeit dieses Design kaufen. Spreadshirt druckt dann für euch das Design auf das Shirt drauf und schickt es zum eigentlichen Kunden, was eine super Sache ist. Das heißt, ihr kümmert euch nicht um die Rechnungsstellung, ihr kümmert euch nicht darum, dass das Design auf das Produkt drauf gedruckt wird, ihr kümmert euch nicht um den Versand und so weiter und so fort. Das übernimmt alles Spreadshirt für euch. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Content.de. Auf Content.de könnt ihr als Ghostwriter arbeiten. Eine riesen Empfehlung von mir an euch. Da könnt ihr definitiv sehr schnell über 1.000 Euro pro Monat verdienen. Ihr könnt mal hier auf Vergütung drauf gehen und könnt euch das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Ihr werdet erstmal eingestuft, wenn ihr halt so einen kleinen Test gemacht habt und einen Text eingereicht habt. Und wenn ihr zum Beispiel 5 Sterne erhaltet, kriegt ihr halt 4,7 Cent pro Wort, das ihr schreibt, was schon mal eine super Bezahlung ist. Wenn ihr halt nicht so ganz so gut eingestuft werdet, kriegt ihr halt nur 3,7 Cent und so weiter und so fort. Und hier könnt ihr mal so einen kleinen Verdienstrechner euch anschauen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr arbeitet 8 Stunden pro Tag und ihr schafft 600 Wörter pro Stunde. Ihr habt halt eine Einteilung von 4++. Dann würdet ihr hier nur bei 22 Arbeitstagen 3.696 Euro verdienen, was halt doch schon wirklich Hammergehalt ist. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Textbroker. Das ist praktisch so ein bisschen der kleine Bruder von Content.de. Ihr könnt hier über die Plattform auch sehr, sehr gutes Geld als Texter verdienen, aber halt nicht so viel wie auf der Plattform Content.de. Ihr könnt hier mal hier auf Ich schreibe Texte draufklicken und könnt euch das Ganze dann hier anschauen. Klickt mal auf Vergütung und Konditionen und dann sieht man hier sehr schön, die beste Bezahlung liegt halt bei 4,3 Cent. Aber da erstmal hinzukommen, ist halt sehr, sehr schwer. Und vorher habt ihr halt nur eine Bezahlung von 1,4 Cent. Das heißt, dieser Sprung, sage ich jetzt mal, von 4,3 auf 1,4, der ist natürlich wirklich, wirklich hart. Deswegen, Textbroker ist eine super Plattform, auch sehr vertrauenswürdig, kann ich euch wirklich empfehlen. Aber, ja, da müsst ihr einfach mal schauen, ob das wirklich für euch etwas ist, wenn ihr halt auch die Option habt, auf Content.de eure Dienstleistungen anzubieten. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Prolific. Auf Prolific werdet ihr für eure Meinung bezahlt und natürlich auch für Research bezahlt. Ihr führt Research durch, beziehungsweise ihr führt alle möglichen Umfragen durch, ihr beantwortet die ganzen Sachen und werdet dann halt dafür bezahlt. Und hier auf der Plattform kann man richtig gutes Geld verdienen. Also ihr könnt hier einfach mal hier unten direkt auf Anmelden draufgehen und könnt dann halt sehen, wie viel Geld ihr bekommt. Bei manchen Tests sind das 100 Euro, die ihr verdienen könnt mit nur einem einzigen Test. Wir können ja mal hier oben auf Participants draufklicken, könnt ihr das Ganze genauer anschauen. An sich, hier seht was, Studies pay a minimum of $6.50 per hour, aber ihr könnt halt auch bei großen Tests wirklich viel, 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 viel Geld über die Plattform hier verdienen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Amazon Handmade. Wenn ihr handgemachte Produkte verkaufen möchtet, könnt ihr diese jederzeit über Amazon anbieten. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr töpfert gerne oder ihr bedruckt Dinge oder ihr habt vielleicht irgendwie eigenen Schmuck oder was auch immer, dann meldet euch hier auf Amazon Handmade an und bietet eure Dienstleistung hier über die Plattform an. Dann die nächste ist diese hier namens Italki oder iTalki, glaube ich, also nicht Italki, iTalki. iTalki ist eine Plattform, auf der ihr halt jederzeit anderen Leuten eine Sprache beibringen könnt, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch oder welche auch immer und hier unten sieht man,
man es auch, welche Sprache möchten Sie lernen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gut Deutsch könnt oder gut Italienisch könnt oder gut Japanisch könnt oder welche Sprache auch immer, könnt ihr euch hier anmelden und Einnahmen erzielen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Legimi. Legimi ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit sag ich jetzt mal, Bücher verkaufen könnt, halt E-Books und dergleichen. Mein persönlicher Tipp an dieser Stelle ist der folgende, nämlich startet auf jeden Fall mal mit dem deutschen Buch. Ihr werdet nicht so großes Glück haben mit englischen Büchern. Es ist eine deutsche Plattform mit viel Exposure im deutschsprachigen Bereich. Deswegen, wenn ihr E-Bücher schreibt, beziehungsweise wenn ihr Printbücher schreibt, publiziert ihr hier auf jeden Fall über Legimi. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Nextory. Nextory ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit eure Hörbücher und eure E-Bücher publizieren könnt. Wenn ihr auf der Plattform verkaufen möchtet, scrollt einfach nur hier nach unten. Anschließend dann könnt ihr hier auf Verkauf über Nextory draufklicken und dann habt ihr halt hier eine E-Mail, über die ihr Nextory anschreiben könnt und so könnt ihr halt direkt auf der Plattform eure Bücher und eure Hörspiele, eure Hörbücher publizieren. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens GoTranscript. Auf GoTranscript könnt ihr Transkriptionen durchführen und werdet dann halt für diese Transkriptionen bezahlt. Das Ganze ist sehr ähnlich zur Plattform TranscribeMe. Ihr meldet euch einfach nur hier an, anschließend dann könnt ihr halt diese Transkription durchführen. Ihr kriegt derzeit 1 Dollar pro Minute. Das heißt, nehmen wir an, ihr würdet 10 Minuten transkribieren, würdet ihr dafür 10 Dollar bekommen. Dann, wenn ihr euch interessiert für das Thema Livestreaming, könnt ihr halt hier jederzeit auf Twitch eure Livestreams anbieten. Ihr geht online, ihr werdet bezahlt von euren Zuschauern über Donations oder zum Beispiel halt auch Werbung, die ihr über Twitch direkt schalten könnt. Und natürlich könnt ihr auch jederzeit eigene Produkte im Stream promoten, wenn ihr das möchtet. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Einnahmequelle. Gerade wenn ihr zum Beispiel im Gaming-Bereich unterwegs seid, dann würde ich euch auch noch sehr FBGG empfehlen, also praktisch Facebooks Streaming-Portal. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Foundation.app. Foundation ist eine Plattform, auf der ihr sogenannte NFTs, also Non-Fungible Tokens, verkaufen könnt. NFTs sind einfach nur, sag ich jetzt mal, kleine Kunstwerke, die halt nicht kopiert werden können, in dem Sinne, dass nur eine einzige Person wirklich dieses Kunstwerk besitzt. Natürlich kann ich jetzt hiervon einen Screenshot machen, wenn ich möchte, aber es gibt halt nur eine Person, die dieses Kunstwerk hier besitzt und das kann man halt nachweisen über die Blockchain. Man sieht hier sehr schön, dass manche von diesen Designs richtig, richtig teuer sein können. Zum Beispiel dieses hier kostet 2 Ethereum, das heißt derzeit 6.375,96 $. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens One Education. Auf One Education könnt ihr jederzeit eure Kurse anbieten. Es gibt Kurse schon zu vielen, vielen Themen. Zum Beispiel, ich bin auch im Business-Bereich hier vertreten und wenn ich jetzt hier auf Business draufklicke, dann sollte mir gleich genau alle möglichen Kurse zeigen, zum Beispiel Property Development, Social Housing, Compliance und so weiter und so fort. Also viele, 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 viele Themen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Bookmade. Auf Bookmade könnt ihr jederzeit eure Bücher anbieten. Zum Beispiel haben wir hier dann alle möglichen sehr populären Bücher, die ich auch selbst schon gelesen habe. Auch hier Rich Dad, Poor Dad. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr halt einfach euer Buch hier hochladen und ihr werdet dann halt bezahlt für Leute, die sich euer Buch durchlesen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens GoGoKid. Auf GoGoKid könnt ihr Kinder unterrichten. Das heißt, ihr werdet hier einfach dafür bezahlt, dass ihr zum Beispiel halt Sprachen beibringt, sagen wir mal Deutsch, sagen wir mal Englisch oder welche Sprache auch immer. Und ihr werdet halt pro Stunde bezahlt, die hier auf der Plattform unterrichtet und das ganz einfach via PayPal. Dann eine weitere Plattform, die ich euch sehr empfehlen kann, mit der ich auch selbst arbeite, ist diese hier namens Edsel. Ihr könnt hier nach Affiliate-Programmen suchen. Also Affiliate-Programme sind einfach nur, sag ich jetzt mal, Angebote von Unternehmen. Und wenn ihr dann zum Beispiel halt ein Affiliate-Programm promotet und ihr generiert einen Verkauf, dann kriegt ihr pro Verkauf eine Provision. Und ihr könnt hier halt unterschiedlichste Programme, sag ich jetzt mal, könnt ihr nachschauen. Zum Beispiel Smart Broker ist hier dabei. Oder zum Beispiel, was haben wir hier? Hier kann ich zum Beispiel, wenn ich für diese Firma einen Lead generiere, kriege ich dafür 2 Euro. Oder zum Beispiel anscheinend für, hier kriege ich eine 8% Provision pro Sale und so weiter und so fort. Also hier kann ich alle möglichen Affiliate-Programme finden, kann die promoten und kriege dann dafür Geld. Die nächste Plattform ist diese hier namens Edonix. Edonix ist eine Plattform, auf der ihr jederzeit eure Kurse anbieten könnt. Ich bin selbst auch bei Edonix vertreten und kann die sehr empfehlen. Die verkaufen zum Beispiel halt Business-Kurse, die verkaufen auch ihre, sag ich mal, IT-Kurse und vieles, vieles mehr. Also wenn ihr zum Beispiel Kurse habt, die sollten englischsprachig sein, dann könnt ihr halt hier jederzeit euch anmelden und könnt über die Plattform publizieren und könnt so Einnahmen erzielen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Medium. Auf Medium könnt ihr damit Geld verdienen, dass Leute eure Artikel lesen und diese Artikel upvoten. Nämlich das Ganze nennt sich die sogenannte Medium Open Paywall. Ihr könnt hier einfach mal hier oben draufklicken, könnt auf Write a Story draufklicken, könnt dann hier eine Geschichte schreiben, zum Beispiel, sagen wir mal, Testartikel. Und dann schreibt ihr halt hier unten etwas, sagen wir mal XYZ und dann geht ihr hier oben auf Publish drauf und jetzt gibt es hier folgende Option, nämlich Meter my story so that it's eligible to earn money und wenn jetzt Leute den Artikel lesen und wenn Leute diesen Artikel upvoten, sag ich jetzt mal, dann kriegt ihr dafür Geld.
Die nächste Plattform ist diese hier namens Lulla. Auf Lulla könnt ihr jederzeit eure handgemachten Produkte verkaufen, egal was es ist. Sei es zum Beispiel irgendwie Home Decor, sei es irgendwelche Seifen, sei es, sagen wir mal, Klamotten und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles jederzeit über Lulla anbieten. Die nächste Plattform ist diese hier namens Tostadora. Tostadora ist auch wieder eine T-Shirt-Plattform, die relativ ähnlich zu Spreadshirt ist. Das heißt, ihr könnt hier auch eure T-Shirts hochladen bzw. eure Designs hochladen und wenn dann ein Design verkauft wird, dann werdet ihr dafür bezahlt. Die nächste Plattform ist Fiverr. Ich denke, viele von euch haben sicherlich schon mal von Fiverr gehört. Ihr könnt hier jederzeit eure Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Musikproduktion oder zum Beispiel Ghostwriting, digitales Marketing. Ihr könnt auch Webseiten bauen und vieles, vieles mehr. Und dann können jederzeit Leute auf eure Gig-Seiten draufgehen und können, wenn sie bei euch kaufen, natürlich euch dann damit Geld zahlen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens gg2u.org und ich muss ehrlich zugeben, dass ich hier nicht glaube, dass ihr damit 1000 Euro im Monat verdienen könnt. Also bei anderen Plattformen, Fiverr oder zum Beispiel Tostadora oder zum Beispiel Lulla oder sowas, ist es sicherlich möglich. Bei gg2u würde ich das nicht wirklich sagen, also da muss ich offen und ehrlich zugeben, da werdet ihr keine 1000 Euro pro Monat verdienen. Ihr könnt aber ein bisschen Geld nebenbei hinzuverdienen, indem ihr Spiele testet und ihr seid also dann wirklich ein Spieletester, werdet dafür bezahlt, dass ihr auch euer Feedback gebt und halt sagt, okay, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen und so weiter und so fort. Und ihr könnt jetzt, und nein, da befindet sich kein Affiliate-Link in der Videobeschreibung drin, wenn ihr jetzt euch anmeldet, kriegt ihr sogar einen Dollar direkt geschenkt. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Scripted. Auf Scripted könnt ihr jederzeit als Texter arbeiten. Es wurden bereits insgesamt 200.000 Orders über die Plattform vergeben. 150.000 Writers haben sich angemeldet, aber nur 2% wurden angenommen. Das heißt, es ist eine Plattform, wo man recht schwer reinkommt, aber wo man dann richtig gutes Geld als Texter verdienen kann. Die nächste Plattform ist diese hier namens Cedo. Ihr könnt jederzeit über Cedo Domains kaufen, zum Beispiel, sagen wir mal, ich könnte jetzt hier, sagen wir mal, eine von diesen URLs interessiert mich, sagen wir vielleicht Virtual Office hatten wir, glaube ich, gerade.com und wenn ich die kaufe und die zum Beispiel halte, kann es sein, dass eines Tages mal Leute die für sehr, sehr viel mehr Geld kaufen wollen. Zum Beispiel auch hier solche wie GIF oder Lifts oder welche auch immer, das Cylinder. Das sind natürlich alles Websites mit nur einem einzigen Wort, die sehr, sehr attraktiv sind und wo eines Tages man dann sicherlich vielleicht mal eine Person hat, die sagt, okay, meine Firma heißt einfach GIF oder sowas, ich würde die gerne kaufen, wie viel willst du dafür? Und vielleicht hast du sie für 10.000 Euro gekauft und dann verkaufst du sie für 500.000. Es gibt wirklich solche Fälle, wo Leute eine Domain angemeldet haben, dafür irgendwie ein paar Euro pro Jahr ausgeben haben, dann kommt jemand um die Ecke und kauft die für ein paar Millionen ab. Ich glaube, die Domain pizza.com ging mal irgendwie weg für 4 Millionen Dollar oder irgendwie sowas. Also da kann man schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld mitmachen. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Scribendi. Auf Scribendi werdet ihr bezahlt fürs Editing und fürs Proofreading. Das heißt, ihr könnt dann, sag ich jetzt mal, Texte durchlesen und müsst halt diese Texte verbessern, müsst Fehler finden und müsst natürlich auch die Fehler verbessern. Ist eigentlich relativ einfach. Müsst einfach nur hier unten müsst praktisch hier unten hinscrollen. Könnt ihr jetzt hier über die Plattform euch anmelden und könnt dann über die Plattform Geld verdienen. Die nächste Plattform ist diese hier namens Pross. Auf Pross könnt ihr jederzeit Übersetzungen durchführen. Einfach dazu hier oben auf Jobs finden draufklicken. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr hier alle möglichen Language Jobs finden und diese Language Jobs könnt ihr halt euch jederzeit nehmen. Einfach mal auf den Job draufklicken, euch beim Job bewerben. Und dann könnt ihr, wie gesagt, von den Firmen bezahlt werden. Zum Beispiel haben wir hier Jobs 9540 Wörter oder 6690 Wörter und so weiter und so fort. Oder auch mal ein paar größere, hatte ich, glaube ich, einen gerade gesehen mit ein paar 10.000 Wörter. Also da gibt es, wie gesagt, immer viele, viele unterschiedliche Jobs, die ihr annehmen könnt. Und für jeden einzelnen Job werdet ihr bezahlt. Ihr müsst euch bewerben. Es kann sein, dass ihr nicht angenommen werdet. Aber wenn ihr es dann erstmal macht und wenn ihr angenommen werdet, kann das richtig profitabel sein. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens KDP. Ich denke, die meisten von euch kennen sicherlich Amazon. Die meisten, oder das auf jeden Fall, aber die meisten von euch kennen auch sicherlich KDP, also Kindle Direct Publishing und hier könnt ihr einfach eure E-Books hochladen, eure Printbücher hochladen und Amazon kümmert sich um den Verkauf. Es ist natürlich gut, wenn ihr noch ein paar Bewertungen für eure Bücher sammelt, aber E-Bücher zu publizieren halte ich persönlich für einen wirklich, wirklich guten Weg, nebenbei Geld zu verdienen und hier verdiene ich auch weit, weit mehr als 1000 Euro im Monat. Also das kann ich euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, lohnt sich sehr. Und dann die letzte Einnahmequelle, über die ich mit euch sprechen möchte, ist diese hier namens Authors Republic. Wenn ihr zum Beispiel Audiobücher produziert und vielleicht habt ihr Kindle-Bücher geschrieben und möchtet daraus ein paar Audiobücher machen, dann macht das auf jeden Fall und verkauft über Authors Republic, weil so könnt ihr halt nochmal mit euren Audiobüchern ein wenig Geld hinzuverdienen. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren könntet, falls euch das Video gefallen hat. Ich danke euch. Übrigens, ein Link zu meinem Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung drin. Das heißt, wenn ihr mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet und ihr möchtet für euch eine Einnahmequelle finden, dann, wie gesagt, schaut da gerne mal rein. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.